Wo ist der Händler hin? Oh, der geht rein. Was ist das? Na gut. Warte, musste ich dem... Wem musste ich den Bericht erstatten, dass ich... Gib Herrn Hans die Kette. Bring Herrn Hans die Kette. Ist ja eh dasselbe. Ich muss schon sagen, der Wisch ist auch hier. Ich muss auch dem Divisch Bescheid sagen und nicht dem... Ratzig oder was auch immer. Divisch, wo bist du? Ah, wahrscheinlich in deinem Arbeitszimmer, ha? Oder in der Kapelle? Nein, Arbeitszimmer. Sieht nach Arbeitszimmer aus. Er ist in der Kapelle. Immer da, wo man nicht sucht. So, Abendgebet. Herr Divisch, ich habe getan. Prebislav. Das will ich sehr. Lebewohl. Und wir sind wieder in Prebislav. Naja. Willkommen in Prebislawitz. So, so. Ich habe viel gehört. Doch jetzt, da ich es selbst sehe, wunderschön. Wir haben uns Mühe gegeben. Du hast es unterwegs gesehen. Oh, shit. Das Dorf ist voller Leben. Der Handel blüht. Und die Bewohner sind sehr fleißig. Ich habe die neuen Gebäude schon gesehen. Ihr zwei habt großartige Arbeit geleistet. Meine Anerkennung und mein Dank sind euch gewiss. Hab Dank, Herr. Wie konnte das so schnell geschehen? Wir mussten den Wald roden und die alten Ruinen abreißen. Ich habe Baumaterial und Lebensmittel von Händlern in der Gegend beschafft. Dank ihnen konnten wir all das bauen, was du heute hier erblickst. Die Kirche ist zum Wahrzeichen des gesamten Dorfes geworden. Sie erfüllt mich besonders mit Stolz. Für wahr. Ihr habt alle Gründe, stolz zu sein. Ich danke euch. Ich kann nicht umhin zu sagen, dass ihr mich nicht enttäuscht habt. Im Gegenteil, ihr habt meine Erwartungen übertroffen. Es war mir eine Ehre. Dem pflichte ich bei. Meister Marius, ich möchte, dass du hier im Dorf bleibst. Sobald sich die Lage in der Provinz beruhigt hat, können wir das Dorf wie geplant erweitern. Wie du wünschst, Herr. Was dich betrifft, Heinrich, so fließt der Profit des Dorfes wie versprochen weiterhin in dein Geldsäckel. Und du bleibst Vogt. Hab Dank, Herr. Ich danke dir, Heinrich. Nur wenige wären imstande gewesen, das zu leisten. Ja. Rauben, Morden, Kumanen und Banditenschlachten. Wie viel Uhr? Oh, 12. Ich kann versuchen, jetzt noch nach Ratai zu kommen. Aber Ratai ist das andere Ende der Karte. Und um da hinzukommen, das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, ich habe ungefähr die richtige Richtung. Weil ich muss... Moment, ich bin... Das Prebislav jetzt hier raus und reite jetzt. Wahrscheinlich direkt gegen den Norden. Ja. Müsste aber dann da lang. Werden wir dann noch sehen. Okay, jetzt können wir eine Linie ziehen. Ich bin von hier nach hier geritten. Was bedeutet, ich bin fast richtig. Nope. Nee, ich müsste hier. Ich muss ja noch von Thalenberg weg. So. Wenn man nicht aufpasst, ne?
Bin ich von hier nach Merhuyet. Das heißt, ich muss doch in die Richtung. Damit mein Fehler. Ich glaube, ich habe bis circa 2 oder 3, um am Turnier teilzunehmen. Hä? Eigentlich wollte ich das nicht mehr machen, aber sonst... Wenn ich dann nochmal anfange, vergesse ich's. Oder beim nächsten Mal weiß ich nicht mehr, dass das Turnier am Laufen ist. Und dann kriege ich nur noch mit, hä? Ist vorbei. Also versuche ich jetzt so schnell wie möglich darüber zu kommen. Okay, wir sind jetzt von Merhuyet auf die hier quer geritten. Das heißt, wir müssen jetzt ziemlich genau gerade runter nach Ledetschko und von da den üblichen Weg. Hoffe mal, dass ich richtig liege. Gucken, ich reite jetzt in die. Genau. Ja! In diese Einbuchtung im Wald bin ich reingeritten und jetzt geradeaus, geradeaus, geradeaus. Dann kommt Ledetschko. Dann kommt Rotoi und dann kriege ich wieder eine irgendeine beschissene Waffe, die nichts bringt und kann. Ja. Da kann man nicht noch so viel Mühe geben, aber irgendwann hast du halt alle Waffen. Schwert des Herolds, Keul des Vogtes. Jetzt kannst du noch den Kriegshammer mit. Irgendeinen Kriegshammer einen bestimmten holen, aber naja, den besten Bogen habe ich auch schon. Nur ich glaube, ich habe nicht die beste Rüstung. Da könnten die nochmal eins drauflegen, aber naja. Dringend mein Fehler. Hallo? Wettrennen gegen die Zeit. Mal sehen. Vielleicht sollte ich es haben. Jetzt dem Pferd nochmal einen Moment zum Verschnaufen geben. Sollte jetzt das meiste der Ausdauer wieder hergestellt sein, so dass wir bis nach Rathai durchreiten können. Es ist gut, dass da keiner steht, weil dafür hätte ich jetzt tatsächlich keine Zeit. Ja. Und auch mit Schnellreise wäre das wahrscheinlich nicht so schnell gegangen, wie wenn ich reite, weil Schnellreisen dauern immer Ewigkeiten. Jetzt kann ich ja gleich mal gucken, wie lange ich gebraucht habe. Weil ich bin ja um 12 los, ne? Um 12 bin ich los. Oh, das Timing. Oh, das Timing. Das ist
könnte sein, dass mein Pferd tatsächlich noch bis zum Turnierplatz durchhält und dann oder kurz vorher anfängt zu mokieren. Aber tatsächlich scheine ich es wirklich geschafft zu haben. Junge, Junge. Ich bin da, ich hab's geschafft, ich hab's das Geld, ich bin... Gott sei mit dir. Ich möchte... Und ich muss wissen, pünktlich! Ich bleib beim Langschwert. Pünktlich geschafft. Oh, ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt. Aber... Das geht. Er war definitiv schneller als, Den hiesigen Kampfplatz betritt nun vorher. Heinrich aus Galitz. Aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Na gut, machen wir ihn noch fertig. Stanek, Gehilfe des Rattaier Schreibers, wünschen wir den Wettstreitern Glück. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Mhm. Triumphieren konnte im ersten Kampf Heinrich aus Galitz. Die Audio ist immer noch total schepp. Ich weiß auch nicht. Waffen wechseln für den zweiten Kampf. Die Teilnehmer werden sich mit Kriegshammer und Schild bekämpfen. Es klingt, als würde er hier stehen. Irgendwas ist total schief mit der. Irgendwas ist total schief mit der Audio. Als ob der sich da nicht verteidigen könnte. Leckt mich doch am Arsch. Verflucht. Oh. Darauf hatte ich gewartet, dass er den Fehler macht. Naja. Mit seinem Sieg in dieser Runde hat er seine Kampffertigkeiten unter Beweis gestellt. Und erreicht die nächste Runde des Rattaier-Turniers. Yay, nächste Runde. Schwertkämpfer. Söldner. Aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und auf ihn trifft Stefan aus Dvoretz, Speerträger in Folge von Herrn Ratzig Kobilla. Fast. Heißt die Kämpfer willkommen. Das heißt, er kämpft gleich mit einem Kurzschwert und ist gut mit dem Langschwert. Die Streiter haben den Kampfplatz betreten und der erste Zweikampf möge beginnen. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Ja.
Immer auf die Nase gezielt mit dem langen Schwert. Heinrich aus Galitz. Es ist... Die Audio ist verdreht. Ich weiß nicht, was da los ist. Nun gilt es, die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Keine Ahnung. Jagdschwerter. Gibst du schon auf? Verdammt! Irgendwann hat man genug Wucht. Beim zweiten Kampf war Heinrich aus Galitz. Da er diese Runde entscheiden konnte, erreicht er die nächste Runde. Wunderbar, Finalrunde. Bist du der schwarze Peter? Dich habe ich doch umgebracht. Ist Laszlo, Krieger aus Ungarn, der Türkenschlechter von Nikopolis. Und auf ihn trifft Heinrich aus Galitz. Aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Heißt die Kämpfer, ja, das ist Laszlo. Laszlo, das war doch eine Fernsehserie. Alles ist bereit für den ersten Kampf. Laszlo und Laszlo war sein Name. Damit. Sag mal. Wenn er sich mal richtig verteidigen könnte. Oh, er ist verblutet. Oder ausgeblutet. Mehr oder weniger. No. Jetzt ist die Waffen für den nächsten Kampf zu wählen. Unsere Recken kämpfen mit Jagdschwertern. Jagdschwerter, schon wieder. What the
Ja, SZO. Na gut, der wird mit Ella SZELO. Und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rataya-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Das ist komisch, irgendwas. Hat hier mein Audio total zerschossen. Keine positiven und keine negativen Sachen. Das ist merkwürdig. Du hast es geschafft, Heinrich. Ich bin mir sicher, du bist zufrieden. Mit natürlich bin ich lebewohl. Das Schwert des heiligen Michael. Schutzpatron der Waffenknechte, Ritterwächter und Blitzhüter. Ist ausgeschmiedet, wird selbst ein Erzengel mit Stolz geführt. Wird aus dem Hofengel mit reicher Beziehung gemacht. Ein Not. Check. Aber ich glaube, das andere Schwert ist trotzdem noch ein Stück besser. Na gut. Wir sind jetzt... Ja, irgendwann bekommt man dann doch noch gute Sachen. Das ist... Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, dass man hier nochmal Schlagen bekommt. Aber ich glaube, das Schwert des Heros hatte 65 irgendwie sowas. Nein. Aber das Schwert ist schon nett. Das Schwert ist cool. Das ist definitiv cool. Aber nochmal ein Update hatte ich nicht. Oh, ich bin bald Stufe 18. Da kann ich mir wahrscheinlich nochmal irgendwas aussuchen. Na gut, speichern wir. Und ja. Natürlich müssen wir jetzt 8 Stunden schlafen, um mich zu erholen. In dem Bett. Keine Ahnung. Ah ja. Ich weiß nicht, was ich davon habe. Immer noch nicht. Naja. Gut. Wie auch immer. So, wir haben jetzt gespeichert und als nächstes wird dann... Weiß nicht. Suchen wir uns noch die nächsten Missionen aus, wenn wir denn dann aufgestanden sind. So, Maskerade. Das noch abgeben, das ist klar. Jetzt können wir ja endlich das... Machen wir nochmal das. So. Gut. Ja, das wird sich ja dann wahrscheinlich eh nicht speichern. Ah, whatever. So, wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Ciao.